nur auf eine einzige Person sprechen. Ein einziges Ziel. Durch die Alle-Substanz kann ich jetzt, weil die Rang 1 ist, einmal im Kampf diesen Zauber auf alle Ziele wirken, die gerade da sind. Das heißt, alle Verbündeten, alle oder alle Gegner. Das geht einmal, weil sie einen Stern hat. Wenn ich 1500 AP gesammelt habe, bisher habe ich Phänomene 60 gesammelt, dann gibt es Rang 2, dann geht das zweimal pro Kampf. Ich kann, das geht dann standardmäßig auf alle, ich kann es aber ausschalten, wenn es auch meistens keinen Sinn macht. Bei der Blitz, bei so Angriffszaubern erhöht sich halt die Stärke, ganz klassisch. Ja. Wir haben nur eine Alle-Substanz, die geben wir jetzt mal ihm. Die anderen pflastern wir einfach mit unseren Zaubern zu und mit unseren, dass alle verteilt sind und alle Substanzen irgendwie Erfahrung kriegen. So. Ja. Jetzt kann man hier gucken. Zauber, eventuelle Effekte da drauf und so weiter. Ja, speichern wir erstmal. Da es spät ist, ich Hunger habe und meine Konzentration langsam nachlässt, würde ich aber sagen, wir machen hier auch erstmal wieder Schluss für heute. Das Ganze schneiden wird eh ein Weilchen dauern. Wir sind in der Anfängerhalle. Ja, man kann sich hier jede Menge Scheiße erklären lassen. Da oben über Limits. Was ist das für eine Boygroup hier? Was? Okay, warte, das ist interessant. Hey Soldat, erzähl uns was von den Schlachten. Wir bezahlen dich auch dafür. So dreckig geht's mir nun auch wieder nicht, dass ich Geld von Typen wie dir annehmen muss. Aber ich unterhalte mich ein bisschen mit dir. Okay. Über die Zahlen. Damit meinen sie vermutlich diesen fliegenden Text im Kampf. Elemente. Bestimmte Elemente sind stark gegen andere. ETC und so weiter. Ach komm schon, das kann ich euch erzählen, wenn wir es brauchen. Ich könnte euch auch diesen ganzen Bildschirm erklären, wenn wir es brauchen. Hier, gibt toll viele Seiten. Kann man super viel drüber reden. Brauchen wir nicht. Ne? Angriff, man schlägt stärker zu. Prozent ist die Trefferrate. Verteidigung, wie viel oder wenig Schaden kriege ich. Verteidigung, Prozent. Wie oft weiche ich aus? Das gleiche nochmal für Zauber. Na gut, Zauber treffen immer, okay. Also, Zauber treffen standardmäßig immer. Es sei denn, man hat zu viel Zauberverteidigung. Also, Zauberausweichrate gibt's auch. Die Werte da oben sind irgendwann vielleicht mal wichtig. Das sind die Substanzen verändern, ne? Ihr wisst schon. Erfahrung, Limitstatus, bla. Ist alles nicht so relevant. Zumindest so früh noch nicht. Wenn ich was finde, was Tolles macht, erkläre ich's euch. Oder wenn mich ein Gegner mit irgendwas behagt. Dann erkläre ich es euch auch. Aber davor kann mir das eigentlich so Schnuppe sein. Habe ich noch Geld? Ja. Kann ich noch was kaufen? Ich hoffe doch. Da vorne bei dem ersten Waffenhändler war noch was. Was? Hier bei diesem ersten Händler gab es noch ein paar Sachen. Ja, Tränke und so. Ja, willkommen. Wir verkaufen und kaufen. Da gab es Eisenreife, Granaten. Die kann ich als Item benutzen. Dann machen die Schaden. Oh ne, ich meine Zaubermaterie. Was? Materia beim Waffenhändler? Nie im Leben. Dann war das beim Verkaufen-Menü. Okay. Der hier hat keine Materia. Der hat bloß die Waffe. Granaten, damit kann ich Gegner bewerfen. Also die kann ich als Item verwenden. Dann wähle ich ein Ziel aus und das kriegt Schaden. Ist halt meistens stärker als ein normaler Angriff, aber lohnt sich einfach nicht. Wir können selber zaubern. Wir können zaubern. Und das kostet kein Geld. Und genau, das kostet kein Geld. Zumindest nicht langfristig. Mhm. Weil Substanzen immer toll sind, kaufen wir uns 6 ein Eis. So, danke. Wir kaufen uns ein Eis. Genau. Wir kaufen uns ein Eis. Ganz toll, genau. Fakt ist einfach, je früher ich eine Substanz kaufe, desto mehr Kämpfe hat sie, desto mehr AP hat sie, desto früher wird sie stark. Ich könnte natürlich auch sagen, okay, komm, im Moment, jetzt bin ich total pleite, ich muss mir die noch nicht kaufen. Muss ich nicht, nein. Aber kann ich. Und es lohnt sich. Ja, rührende Abschiedsszenen. Ich hoffe, er nimmt keinen Schaden. Das macht mir am meisten Sorgen. Gestern haben alle reingespitzelt, als ihr beiden im Laden wart. Tifas alter Freund aus Kindertagen. Das ist köstlich. Willst du sterben? Ah, jetzt habe ich niemanden, mit dem ich mich anlegen kann. Moment, du Junge, leg dich mit dem Kerl an. Oh, Pein. Mann. Johnny. Ich gehe ganz weit weg. Aber wenn ich zurückkomme, bin ich ein besserer Mensch. Macht's gut, ich habe mehr nicht zu sagen. Hey, alter Freund, du musst gut auf Tifa aufpassen. Er geht ins Kloster. Ja, er geht ins Kloster, irgendwie so klang das, ja.
Der Freak wird uns noch öfter begegnen, deswegen habe ich den überhaupt angesprochen. Der ist lustig. So, irgendwie. Vielleicht auch nicht. Gut. Ja, wir sind schon wieder am nächsten Speicherpunkt. Gott sei Dank bleibt das nicht immer so, dass wir so am laufenden Meter speichern. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen was geschafft, habe wieder mal ein bisschen Geld ausgegeben, habe meine Leute verteilt. Und mache jetzt damit auch Schluss für heute. Neue Mission, neuer Reaktor. Hoffentlich mit Drachenfeuerwerk. Jesse hat uns versprochen, genau, dass uns da was Tolles erwartet. Und das schauen wir uns dann an beim nächsten Mal, wenn wir Shinra verprügeln. Yes, yes. Mit unserer Kindheitsfreundin Tifa an unserer Seite freuen wir uns auf jede Menge Spaß. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao. Ciao.